Darbietung vom Harmonika-Virtuosen aus Werfen, Ranstl, Florian. Ich bin stolz, dass er ein Schüler von mir ist. Er hat sich auch musikalisch weitergebildet bei anderen Harmonika-Lehrern, aber trotzdem, er spielt eine geile Zugin und die suchen wir uns jetzt einmal an. Auf geht's mit dem Strasser Bohrischen. Aufgespielt, so wie immer. Jetzt vom Flotten gehen wir ein bisschen weg, ins bisschen langsame. Du präsentierst uns einen Landler für Zillertal Gitter. Kenne ich nicht, aber bitte, ich lasse mich überraschen. Gitter. Der Florian ist einer, der was sehr eifrig ist auf dem Gebiet der Harmonika. Und er hat gesagt, er möchte eine CD aufnehmen. Aber nicht gleich so eine ungefähre CD. Er war in einem Tonstudio in Tirol und hat mit dem Techniker eine CD aufgenommen. Und die hat er heute, rein zufällig, hat er auch ein paar Exemplare mit. Also, wenn ihr Lust und Laune habt, dann kauft ihr ihm ein paar an, er freut sich. Und er bringt jetzt ein Stückchen aus dieser CD. Ganz einfach. Hey, Dirndl! Yeah.
Und alle klatschen mit. Von Florian Ranzl auf seiner neuen CD, die er heute mit hat und stolz wäre, wenn er ein paar Exemplare verkaufen würde. Aber wenn man das gesungen hat, weiß ich bis heute noch nicht. Er ist nämlich heute, er hat zu mir gesagt, er ist noch immer zu haben. Also hey Dirndl, hey Dirndl, schaut mal den Fashion Burmo, das gibt's ja nicht, dass der keine findet. Beschäftigt ist der Florian bei Kiwi Music, ein Musikalienhandel. Und jetzt, weiß ich nicht, haben wir etwa noch einen Drei oder wie oder was? Ja. Oder Fuchs oder Haus? Jawohl, der Florian hat gesagt, er bockt nur einen Bayerischen und zwar ist das der Hartwald Bayerische. Applaus für Florian Ranzl auswerfen auf seiner Strasser Harmonika.